Aber das ist jetzt wirklich, ist 11 Tage her, ne? Also das ist jetzt, muss man mal realistisch sein. Ja. Ne? Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. 10 Tage nach Fächer-Facelift, Halslift, Oberlidstraffung und Dermabrasio bei meiner spontan entschlossenen Patientin, die heute zur Kontrolle gekommen ist und ich habe sie gleich fürs Video gewinnen können, gecastet, wie man das heutzutage sagt. Sehr gerne, oder? Gemacht, genau. Sehr gerne gemacht. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Ich habe mich sehr gefreut, wie Sie direkt jetzt hereingekommen sind mit Ihrem Mann aus Regensburg. Eine weite Anreise. Immer wieder gerne. Und wir gehen jetzt gemeinsam diese Vorher-Nachher-Fotos mit Ihnen durch. Mhm. Und ich zeige Ihnen, was wir gemacht haben und wo wir jetzt stehen. Ich meine, es ist natürlich noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen, aber für 10 Tage schaut schon super aus. Richtiger Weg, ganz klar. Wenn wir jetzt die Ausgangslage uns anschauen auf dem Foto hier, dann haben Sie sehr viele so Vektoren gehabt, die Sie müde ausschauen haben lassen. Also das heißt, da herunter, das war so ein Vektor, die Augen sind hier so aufgelegen, das ist alles, was müde ausschaut. Dann haben wir hier diese stärkeren Lippenfalten gehabt, um den Mund herum. Dann haben wir die Dermabrasio gemacht. Wenn wir es auch noch von der Seite her die Fotos anschauen, dann sieht man das noch deutlicher, weil da sieht man dann, wo die überschüssige Haut vorhanden war und wo sie jetzt nicht mehr vorhanden war. Da hier dieser Nevus, der ist schon weg. Genau. Weil da habe ich natürlich einen 4 cm breiten Hautstreifen entfernt, damit man hier die Kinnlinie wieder bekommt. Die Kinnlinie hat hier so ein bisschen von der Wange direkt übergegangen in den Hals. Dann haben wir natürlich die Oberlider, das war auch ein deutliches Absinken der Lidhaut. Hier habe ich die Haut gestrafft, aber auch noch abgesaugt und da mit meiner Fächer-Facelift-Naht sozusagen das Ganze gehoben, also dass das fest ist. Diese Naht löst sich jetzt langsam auf, die ist aber noch drinnen. Das heißt, in den nächsten 1,5 Monaten ist sie komplett aufgelöst. Das macht aber nichts, das fällt nicht zusammen, sondern die einzelnen Schichten verkleben jetzt schon und es kann nicht absinken. Also das heißt, das bleibt dann an dieser neuen Position, wo ich es gehoben habe. Und die Haut, die entfernt ist, ist auch weg. Also braucht man nicht Angst haben, dass man sagt, ja, am Anfang schaue ich gut aus und dann nicht mehr. Mhm. Das Einzige ist von der Schwellung, da reden wir jetzt noch. Von der Seite, da sieht man auch sehr deutlich den Hals. Da sind diese Falten so tiefer eingegraben. Die Wangen hier abgesunken, Halskinnlinie, Oberlider. Wahnsinn, ja. Also die Halsfalten von der Seite, die habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ja, warten Sie, aber dann schauen Sie sich das Foto an. Nee, machen Sie es weg. Ja. Naja, ja genau, das war dieses Handy-Hinunterschau-Foto und wir haben nachher auch eines gemacht. Das ist schon das erste heutige Foto, das wir gemacht haben. Es ist natürlich eine Asymmetrie da. Es ist auch so, dass die Braue ein bisschen tiefer liegt als hier. Da ist der Nerv ein bisschen beleidigt auf dieser Seite. Das geht von selber weg. Wir haben hier auch auf der Seite noch ein bisschen mehr Schwellung. Auf dieser Seite, das ist schon Ihre schönere Seite, das ist aber normal. Was man sehr gut sieht, ist, dass um den Mund herum, Sie sind ja jetzt nicht geschminkt, ein bisschen Errötung vorhanden ist. Das soll man auch wissen. Wir wollen ja eigentlich einen offenen Kanal haben. Wir wollen ja nichts beschönigen. Also es gibt hier keine so Hochglanzbilder. Nein, wobei ich auch sagen muss, bei dem Dermabrasio hätte ich mir schlimmer vorgestellt, war überhaupt nicht schlimm. Also da bin ich ein Fürsprecher für, da bin ich auch so reingestolpert. Oder, ja. Ne? Ja. Wir haben es gemacht, wir haben gesagt, wir machen das und keine Schmerzen, nichts Unangenehmes. 2 Tage vielleicht ist mit dieser Lymphflüssigkeit. Genau, das ist beim Verkleben ist man. Aber überhaupt nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ich habe ein bisschen das Problem, dass viele Patientinnen die Dermabrasio kurz vorher absagen, weil sie so Angst haben davor. Und dann passt nicht alles zusammen. Dann hat man hier eine schöne Wange, aber die Dermabrasio trauen sie sich dann. Ja, aber die Bedenken hatte ich ja auch. Und gerade weil ich immer ein bisschen gebräunt bin, habe ich da absolut Respekt vor gehabt, aber kann ich nur empfehlen. Und so glatt, wie das jetzt ist, wenn das... Das ist wie eine Babyhaut. Das ist Wahnsinn. Und es bleibt so. Die Hautdicke bleibt nachhaltig dünner. Das heißt nicht, dass sie ewig faltenfrei sind, aber die Haut wird sich nicht mehr so eingraben. Und dann kann man ein bisschen Hyaluronsäure und sowas ein bisschen nachhelfen. Aber das ist wirklich fast eine Wundermethode, die... Da gibt es eine eigene YouTube-Videoserie dafür, wo man über die Dermabrasio spricht, weil die Dermabrasio heutzutage fast nicht mehr gemacht wird. Einfach deshalb, weil sie in Vergessenheit geraten.
geraten ist, diese Methode, und der Laser hat nicht diesen Effekt und ist nachher viel geröteter und ist nicht dasselbe, wie wenn man mit der Dermabrasio arbeitet. Sehen Sie, da schauen Sie schon sehr wach und offen aus. Was wir hier sehen, ist, sehen Sie diese schöne Kinnkontur. Also die ist perfekt und die fällt uns auch nicht zusammen. Das ist hier noch sehr hart. Da gebe ich Ihnen dann so ein kleines Massagegerät mit, damit es ein bisschen weicher wird. Das braucht noch einige Wochen, Monate, bis das ganz locker ist. Okay. Dann haben wir von der Seite die Kontur. Das ist jetzt die schönere Seite. Wichtig bei der Oberlidstraffung war, dass ich den Schnitt und die Haut bis daher raus entfernt habe. Sie haben gesehen, das hat seitlich so gedrückt bei Ihnen. Genau. Und jetzt schauen die Augen so viel wacher aus. Natürlich haben wir da hier beim Kinn eine sehr starke Kinnkontur, wird alles noch ein bisschen weicher, aber schaut natürlich schon gut aus. Von der anderen Seite sehen Ihre Augen noch recht wie aus? Geschlitzt. Da ist noch ein bisschen, jetzt wenn Sie lächeln, da hier ist mehr Schwellung. Und wenn Sie lächeln, ziehen Sie dann das noch hinauf. Und dann wird das Auge, dadurch wirkt natürlich noch einmal ein bisschen kleiner und schmäler und geschlitzter. Weil auch hier und dabei einfach ein bisschen mehr Schwellung vorhanden ist, auch jetzt. Also das heißt, diese Schwellung geht auf jeden Fall noch, wird noch weniger, und das Schlitzige geht auch. Genau. Und das ist jetzt schon mein Lieblingsfoto von Ihnen. Wenn Sie da geschminkt sind, schauen Sie wirklich wie 35 aus. Das hole ich nach. Das kriege ich hin. Aber also da können wir ja beide schon ein bisschen stolz sein. Super. Da, ja. Perfekt. Jetzt weiterhin einschmieren, massieren, ansonsten schon spazieren gehen, darf man schon mehr tun. Richtig Sport, der sich sehr anstrengt, sollte man noch 2-3 Wochen vermeiden. Also leichter Sport geht schon. Den Sport schieben wir nach hinten und benehmen die Adventszeit mit. Ja, ist richtig. Das war das jetzt das zweite spontan aufgenommene Video von unserer lieben 55-jährigen Patientin aus Regensburg, die heute zur Kontrolle gekommen ist, und ich habe sie gleich fürs Video gewinnen können, gecastet, wie man das heutzutage sagt. Sehr gerne gemacht, genau. Sehr gerne gemacht. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirt. Und die Nicole. Perfekt. Sie waren ja großartig. Das sag ich doch. Sag ich doch, ja. Von Anfang an gutes Team, gell? Ja, super, super Team. Ja, das erklären Sie mal meinem Mann, dass ich so easy bin. Der glaubt mir das immer nicht. Ja, das lassen wir aber drinnen beim Abspann. Thank you.